Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier in der Zitadelle der Dämonenjäger angekommen und werden wir hier gleich mit Drake ein nettes Pläuschen halten, würde ich sagen. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Das ist unsere Bestimmung. Was meinst du, warum wir diese ganzen grünen Feuer entzündet haben? Als Ruf. Ein Ruf für die alten Geschlechter der Dämonenjäger. Wir Dämonenjäger haben uns seit jeher um das Gleichgewicht dieser Welt gekümmert. Lange waren wir im Hintergrund, doch nun ist es an der Zeit für uns, wieder in Erscheinung zu treten. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob dieses Metallgesicht auf seiner Brust so hilfreich ist. Die Stacheln, ich meine, der braucht nur einmal niesen und dann, naja, hat eine Akupunktur, ne? Im Gesicht. Naja, vielleicht ist das ja motivierend für ihn. Wofür bist du hier zuständig? Ich kümmere mich um die Neuankömmlinge. Ich war der Erste hier. Und werde auch der Letzte sein, der noch steht. Sofern dieser Tag kommt. Hast du schon mit unserem Druiden Eldrick gesprochen? Nein. Dann tu das. Er wird sich freuen, ein neues Gesicht in unserer Zitadelle begrüßen zu dürfen. Du findest ihn im hinteren Bereich. Hast du je von einem von Dreel gehört? Natürlich. Er war ein berühmter dunkler Krieger hier in Kalador. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Viele Heldengeschichten erzählt man sich über ihn. Er soll mit seinem Schiff viele Schlachten für die Eisenbucht geschlagen haben. Schiff? Schlachten? Unsinn! Randolph ist nie zur See gefahren. Das wüsste ich. Vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Wer weiß das heute noch? Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über ihn? Das könnte gut sein. Ich müsste in unseren Büchern nachsehen. Dann quatsch nicht, beweg dich und bring es mir vor. Würdest du das für mich tun, bitte? Ich brauche nur einen Moment. Warte hier. So, alles, was ich finden konnte, ist dieses sehr alte, wertlose Dokument. Der Name von Dreel steht groß drauf. Es befand sich zwischen den alten Geschichten aus den alten Tagen, als Kalador noch blühte. Sieht aus wie eine Schatzkarte. Ehrlich? Naja, dann viel Spaß damit. Wir sollten darüber nochmal reden, wenn wir alleine sind. Okay, was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Armbrüste lernen, Sprüche herstellen lernen. Also Armbrüste steigert dein Armbrüste-Talent um 10 pro Stufe und Sprüche herstellen bindet die Macht deiner Sprüche in einfachen Gegenständen. Jeder dieser Gegenstände erhält eine Ladung des Zaubers. Okay. Vielleicht ein anderes Mal. Was haben wir hier? Stetisch. Ah, das wird man wahrscheinlich brauchen, um diese Dinger herzustellen. Ich räume hier gleich mal alles ab, ne? Es passt ja. Aha, da haben wir einen Besen. Ein Krug, ein Messer. Zielwasser. Okay. Runenstein. Heldenmut. Was haben wir hier noch? Schmiedehammer. Okay. Lagerfeuer. Die Hühnerbollen können wir alle machen. Das lasse ich mal den Rest. Vielleicht brauchen die noch mehr rohen Fisch. Man weiß ja nicht. Was haben wir hier noch Schönes? Wein. Magischer Kristall. Schmiedehammer. Okay. Was ist hier noch drin? Bretter. Ich schau mal hier hoch, ne? Ups. Da drüben steht jemand. Ach, hier sind Zimmern. Sollte ich vielleicht schleichen?
erstmal alles ausgeräumt hier, ne? Silberbecher, Krug. Geld, Goldsacki. Fernrohr. Noch ein Bett. Schatulle, Messer, Krug, Runenstein. Die Teilung Kalador's, Band 1. Aha. Das könnte man mal lesen, ne? Blunder. Wo sind denn die ganzen Büchlein? Die Teilung Kalador's, vom Fall Kalador's. Es war eine furchtbare Nacht. Der Wind blies so hart, dass man Angst haben musste, dass einem die Windböen das Fleisch aufschnitten. In den Wind gestemmt kämpfte ich und meine Leute uns in den Nordosten von Kalador vor. Das Grummeln wurde lauter. Einer der Druiden konnte aus einem Monster tatsächlich ein paar menschliche Worte rausquetschen. Unter Schmerzen krächzte es, dass unsere Zitadelle schon bald von der Insel verschluckt werden würde. Wir wussten nicht, was damit gemeint war, aber uns allen war klar, wenn wir nicht sofort handeln, wäre es zu spät. Ach so. Ach so ist das. Da geht's noch weiter rauf? Nein, nicht wirklich. Dann können wir hier runter und auf der anderen Seite vielleicht nochmal rauf. Sicherheitshalber. Servus, Grüße, Servus, Servus. Mal schauen, was es hier gibt. Hier geht's aber weiter rauf. Aha. Dann werden wir aber trotzdem mal hier schauen. Hallo, wer bist denn du? Brooke. Mir! Brooke! Mir! Was? Brooke! Burke! Okay, du bist Burke. Mia! Burke! Mia! Du scheinst nicht gerade Gespräche zu sein. Was willst du am Meer? Ja, was willst du am Meer? Was willst du am Meer? Burke! Burke! Das führt zu nichts. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Vielleicht hat er Zahnschmerzen ohne Sinn und Verstand. Burke! Vielleicht? Vielleicht geht's ihm nicht gut. Ich speichere hier jetzt mal, ne? Dahin. Ja, bitte. Ich nehme mal die Sachen. Runensteinchen. Goldsackerl. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Schädelknarre. Gabel. Silberteller. Löffelchen. Den Krug nehmen wir auch mit. Da ist nur ein Bett. Altes Wissen. Goldmünzen. Und Pokal. Super. Halt. Magischer Kristall. Den hätte ich jetzt fast übersehen. So. Oh. Solange du hier bist. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, dass ihr nicht durch meine Hütte rennen sollt? Ich habe ein Déjà-vu, Gothic. Echt. Wenn es nicht sogar dasselbe Synchronsprecher ist. Aber ich glaube nicht, das ist glaube ich der Korkalom-Synchronsprecher. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe! Jeder hier hat ein Problem mit mir! Es fing alles damit an, dass ich mir einen Platz zum Schlafen gesucht habe. Ja. Schlaf nicht zwischen den Vorräten, haben sie gesagt! Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue! Als ich vor ein paar Tagen von der Jagd kam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine, ich hasse sie! Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Ich glaube, das ist sogar dasselbe Text oder fast dasselbe Text wie bei Gothic 1 im alten Lager, ne? Da gab es ja auch so einen Armtropf. Da sind die Leute auch permanent durch seine Hütte gelaufen, ne? Ach Gottchen.
Da kann er nicht leid tun. Darf ich das jetzt haben? Wahrscheinlich nicht, ne? Erst wenn er schläft, denke ich mal. Ha? Raus hier! Ach so, das gehört zu dir dazu. Lass mich durch. Hörst mal, bitte. Du schlecht, Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Bin ich schon weg? Mann, 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 der macht einen Aufstand. Was haben wir hier? Ein Fernrohr. Nate. Jetzt möchte ich das hier aber schon gern ausrauben, ehrlich gesagt. Ich lege mich mal kurz hin. Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. So, schauen wir mal, ob die auch schlafen gehen, weil dann haben wir hier freie Bahn. Solange du hier bist, lässt du deine Finger schön bei dir. So, mal schauen. Ah, sehr gut. Gut, dann können wir gleich speichern. Und probieren unser Glück. Detail und Color Doors, der zweite Band, den brauchen wir unbedingt. Kerzenhalter. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. 5 Punkte würden fehlen. Könnte ich mir aber beibringen. Wäre jetzt nicht das Problem. Wieso zischt denn das hier immer? Da unterhalb müssen Viecher sein, anders gibt's das ja nicht. Krug und noch mehr Krug. Ah, da ist noch eine Truhe. Ah, die geht auch noch nicht. Warte kurz. Das geht so nicht. Also. Fähigkeit, Diebeskunst. Na, das muss schon hier sein, ne? So. Ja. Dann kann ich wenigstens die vordere Truhe aufmachen. Die hier geht noch nicht, da müsste ich noch sehr viel lernen. Ich weiß nicht, ob es egal wäre. Wäre es egal, wenn ich noch 20 müsste ich investieren, ne? Ah, geht sie nicht aus. Nee. Nein. Dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Was ist hier? Besen. Dann haben wir hier noch... Kommt jetzt jemand? Jetzt habe ich nämlich einen Fehler gemacht und habe gerollt. Unabsichtlich. Werden wir gleich sehen, wenn ich nochmal laden muss. Das schaut noch gut aus. Ich will nämlich noch die Kiste aufmachen. Mach so eine Scheiße nicht nochmal! Suchst du etwas? Nein, nein. Bin schon weg. Boah, Glück gehabt. Da jetzt vielleicht. Ich habe jetzt nur Glück gehabt. So. Dann schauen wir mal, ob wir die aufbringen. Jetzt haben wir es, jawohl. Fackel rum und Bolzen. Sehr, sehr gut. Wer? Wie? Was ist los? So, dann schlafen wir noch bis zum nächsten Morgen. Und dann können wir uns schön schleichen.
So, da haben wir ja alles gut ausgeräumt. Halte deine Finger bei dir! Ich habe nichts gemacht. Ich war brav. So, speichern schön. So, ja, bitte. Wein nehmen wir mit. Passt. Henrik! Aufrechter Gang, beide Arme dran. Ist ein Anfang. Und dein Schwertarm scheint auch brauchbar zu sein. Brauchbar? Ich würde eine Seeschlange mit bloßen Händen erwürgen. Ich habe schon ein paar Kämpfe bestritten. Ja, genau. Schön bescheiden. Ich habe schon ein paar Kämpfe bestritten. Das sieht man dir auch an. In der Zitadelle ist für jemanden wie dich sicher noch ein Platz frei. Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Was ist deine Geschichte? Was kannst du verkaufen? Nützlich machen? Nützlich machen. Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Da fragst du am besten die anderen. Für gewöhnlich findest du sie über die ganze Eisenbucht verstreut. Na toll. Jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht. Du kannst ja mal versuchen, mich im Arm drücken zu schlagen. Für gewöhnlich stehe ich jeden Abend am Tisch und trainiere. Sprich mich dann einfach an, vorausgesetzt, du hast die nötigen Eier in der Hose. Ich muss mal nachzählen. 1, 2, jawohl, vollzählig. Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Sicherer als die Bauernhöfe ist sie auf jeden Fall. Oh, das ist ja schon mal was. Aber wahren Schutz bekommst du nur, wenn du bereit bist, für das zu sterben, was du liebst. Kämpfe rücksichtslos und der Sieg gehört dir. Aha, das ist ja genau mein Ding. Klingt nach einer Bauernweisheit, boah. Den Spruch merke ich mir. Tu das. Ich hab ihn von meinem alten Herrn. Ich höre ihn noch heute. Junge, nicht der Stahl macht dich zum Mann, sondern dein Herz. Aber genug davon. Oh. Du hast sicher noch was vor. Theoretisch, was ist deine Geschichte? Wo ich herkomme, wer ich war, das ist vergangen. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und wie jeder meiner Brüder bin ich dem Ruf gefolgt. Das kann doch nicht alles sein. Du redest nicht gern über deine Vergangenheit, oder? Nein, es würde ja doch nichts ändern. Mein Blick ist nach vorne gerichtet. Richtig so. Statt zu reden, hätte ich allerdings einen Vorschlag. Wir hauen uns ein bisschen aufs Maul und schauen mal, wer gewinnt. Denn darum sind Kerle wie du doch hier. Vielleicht kenne ich sogar noch den ein oder anderen Kniff, der dich besser macht. Ich habe gerade so ein Déjà-vu wie bei Gothic, ne? Wenn du zu den Söldner gehst, diese harten Jungs, ne? Oder bei Gothic 2 die Drachentöter, ne? Ich bin echt hin und her gerissen. Wenn ich es schaffen würde, bei denen aufgenommen zu werden, mir würden jetzt die Dämonenjäger schon mehr reizen als die Magier, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, mal schauen. Was kannst du mir beibringen? Bereit für einen Schlagabtausch? Was kannst du verkaufen? Beibringen zuerst. Was kannst du mir beibringen? Nun mal langsam. Ja. So schnell teile ich mein Wissen nicht. Aha. Die Lehrstunde musst du dir erstmal verdienen. Ach so. Du weißt ja, was du zu tun hast. Dich vermöbeln. Was hast du zu verkaufen? Was kannst du verkaufen? Ah, boah, das geht aber schnell. Zack, Glomikolden. Da nimm. Schau. Nebelstein. Taschendiebstahl, Alchemie, Alchemie, Astralsicht. Ein Horn. Golemherz. Na gut, dann würde ich mal kurz sagen, wie immer speichern. Und dann versuchen wir mal so einen Schlagabtausch, ne? Bereit für einen Schlagabtausch? Muss ich mal kurz anders hinsetzen? Gestern schon. Gestern. Also, zieh deine Waffe und zeig, was du drauf hast. Ich versuch's mal. Greif schon an! Boah! Schlägst du nicht? Ups, geh mal aus dem Weg, du Trottel. Mach schon! Alter, der Depp geht nicht aus dem Weg, ne? Hey, der hat geheilt! Das ist unfair. Dann kann ich das auch. Au. Nicht schlecht. Zeig sie!
Au. Wow. Au, hey, wie geil von dir jetzt an? Ich denke, jetzt weißt du, wie es läuft. Ah, zu zweit gegen ein. Klar. Arschloch, ne? Weil er mir im Weg stand. Entschuldigung, die Wortwahl, aber ist ja wahr. Ah, Punkt, Punkt. So. Nochmal. Bereit für einen Schlagabtausch. Das kennen wir schon. Also, was passiert da gerade? Alter. Hier wollte ich auch was sehen. Na, diesmal dreht er sich besser. Los, hoch! Geht ja. Diesmal ging's besser. Das war unnötig. Das war unnötig, ja, das stimmt. Kann ich dir hochhelfen, Freund? Na, schaut nicht aus. Dann würde ich sagen... Mein Kopf tut weh. Ja, ich esse mal was. So, alles okay? Das war ein guter Kampf, Respekt. Ja? Aber wenn ich mir was gebrochen habe, geht das Bier auf dich. Und, bringst du mir nun was bei? Mit einem Kämpfer, wie du es bist, teile ich gern mein Wissen. Cool. Ich will was lernen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Gegenangriff. Mit dieser Fähigkeit kannst du Angriffe deines Gegners mit einem eigenen Angriff unterbrechen. Oh, das wäre halt auch nicht schlecht. Klingendänzer lernen. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf deinen Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Stichwaffen lernen, Schwerter lernen, Hiebwaffen klingensicher. Klingensicher? Die Welt ist gefährlich, also sollte man sich gar nicht erst große Gedanken machen. Schon gar nicht über Schnittwunden. Steigert klingensicher um 10 pro Stufe. Das ist auch nicht schlecht. Klingendänzer wäre genau meins. Ich bin noch nicht gut genug. Habe ich befürchtet. Nahkampf 50, Fingerfertigkeit 50. Ich danke dir, derweil halt nicht. Da fehlt mir dann doch scheinbar einiges noch, ne? Nahkampf, du Heilige. Fingerfertigkeit hätte ich, aber Nahkampf, no. Ich bin noch so unschlüssig. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Naja, wird schon werden. Da drin pennt noch jemand. Ah, Winter. Alles klar. Dann können wir hier wieder runter. Oder rauf in dem Fall. Aber oben waren wir noch nicht. Uah, nicht runterfallen. Hoppala. Nicht sprinten wäre optimaler. Schön langsam. Lass dir Zeit. Schön langsam. So. Oh. Wo sind wir denn hier? Da könnt schon zu Eldrick raufgehen, ha? Schlangenwurz. Könnte aber auch ein Übungsplatz sein, ne? Da hat man noch ein Geisterbild. Aber man kann sagen, was man möchte. Eine schöne Gegend ist das hier schon. Also, vor allem wenn man hier rausschaut, ne? Aber zum Meer hinaus. Wenn nicht so viel Nebel wäre. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen hier wieder runter. Nicht runterstürzen. Langsam. Bricht dir nicht die Fußis. So. Wen haben wir hier? Nate. Ah. Hast du den Fisch dabei? Ja, ich konnte etwas besorgen. Wilson. Hier hast du sie. Das sind ja nur 10 Stück. Mehr war nicht zu holen. Wilson. Okay, dann muss das erstmal reichen. Danke. Alles klar. Wenn mir bei meiner Wache an der Schlucht ein Schwein über den Weg läuft, sage ich dir Bescheid. Oder wir fressen einfach einen Schatten. Genau. Wilson. Verstärkung. Du hast doch hoffentlich keinen Ärger im Schlepptau. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du gleich wieder Land gewinnen. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass dich überraschen, Nana. Ich bin nicht auf Ärger aus. Das haben schon andere gesagt und dann musste ich ihnen doch eins mit dem Schmiedehammer überziehen.
Also, bleib sauber, dann passiert dir nichts. Jawohl, Sir. Hoffentlich gehörst du nicht zu den Kerlen, die hier auf dicke Hose machen. Für die habe ich keine Verwendung. Ich brauche Kerle, die anpacken können. Selbstverständlich. Wir haben mehr in den Armen als in der Hose. Du brauchst jemanden, der anpacken kann. Kein Problem. Was machst du hier bei den Dämonenjägern und zeig mir deine Ware? Also ich würde sagen, anpack. Du brauchst jemanden, der anpacken kann? Ja. Kein Problem. Na, vertrauenserweckend siehst du ja nicht gerade aus. Danke, sehr höflich. Aber ich habe da ein ziemlich heißes Eisen im Feuer. Und da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Ich soll dir beim Schmieden helfen? Ich soll dir beim Schmieden helfen? Natürlich nicht. Wie kommst du da? Ach so, weil ich sagte heißes Eisen. Pass auf, wenn du mir hilfst, muss das unter uns bleiben. Will ja nicht, dass die Jungs hier sich über mich lustig machen. Jetzt drück endlich raus mit der Sprache. Ich brauche jemanden, der meiner Freundin Grace auf Antigua diesen Verlobungsring von mir überreicht. Oh mein. Du willst dich verloben? Verloben, du, leise. Verloben, du? Verrückt, nicht wahr? Ich weiß selbst, wie lächerlich das klingt. Aber wenn du dem Grab näher bist als deinem Mädchen, dann machst dir schon so deine Gedanken. Also, was ist jetzt? Wirst du Grace einen Besuch abstatten oder nicht? Aber auf der Stelle. Wegen Grace. Was machst du hier bei den Dämonenjägern? Zuerst Grace. Wegen Grace. Das ist eine ganz schön weite Reise, die du verlangst. Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu überbringen. Lange Reise. Das ist eine ganz schön weite Reise, die du da verlangst. Da mir die Sache wirklich wichtig ist, würde ich auch dafür sorgen, dass du nicht leer ausgehst. Geht es etwas genauer? Ich rede von einem wirklich einzigartigen Schleifstein, einem Diamantschleifer. Soll mir recht sein, aber wehe, es lohnt sich nicht. Warte, das mit Grace muss ich kurz durchlesen. Warte kurz. Nicht, dass ich das, hat sie ihm nur geschrieben, dass alles gut ist, glaube ich, ne? War das mit Antigua? Nachricht an Wilson. Ja, warte, das speichere ich kurz, nicht, dass ich da was verhaue. Wenn es schon so romantisch wird, das muss mir unterstützen. Also, wegen Grace. Wegen Grace. Nachricht. Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu überbringen. Was? Eine Nachricht von Grace? Gib schnell her. Das ist die beste Nachricht des Tages. Bring diesen Ring zu Grace. Er ist das Schönste, was ich je geschmiedet habe. Mei. Ergreifend. Ach, nun geh schon. Es ist mir wirklich wichtig. Was machst du bei den Dämonenjägern? Was machst du hier bei den Dämonenjägern? Na was wohl? Ich bin hier der Schmied. Und außerdem ist es meine verfluchte Pflicht, ihnen unter die Arme zu greifen. Ach, und warum? Lange Geschichte. Und lange Geschichten halten mich nur auf. Die Kurzfassung ist, ich bin es meinem Vater schuldig. Ah, er war also einer. Kennst du dich mit Waffen aus? Arbeitest du alleine in der Schmiede? Waffen auskennen. Kennst du dich mit Waffen aus? Ob ich? Na hör mal, für wen hältst du mich? Du unterhältst dich gerade mit dem besten Waffenbauer weit und breit. Ich habe schon Pistolen und Schwerter gefertigt, da hast du noch in die Hose gemacht. Aha. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Kniffe. Ja, bitte. Arbeitest du allein in der Schmiede? Nein, für gewöhnlich geht mir Alvito zur Hand. Wenn ich nur wüsste, wo er steckt, da schickt man ihn einmal los, Eisen zu beschaffen und weg ist er. Wehe, der treibt sich bei der Hure Yvette in Travis' Taverne herum. Für Weiberkram haben wir keine Zeit. Das sagt genau der Richtige. Ja, ja, mach dich nur lustig. Du stehst ja nicht den ganzen Tag allein vor dem Amboss. Lass mich raten, du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Lass mich raten, du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Und du siehst so aus, als würdest du mir diesen Gefallen tun, nicht wahr? Nein, aber deine Laune wird sicher noch mieser, wenn du weiterhin für zwei arbeiten musst. Ach was. Also, was ist jetzt? Hilfst du mir? So langsam werde ich ungeduldig. Selbstverständlich. Ich denke drüber nach. Nein, ich habe im Moment ganz andere Sorgen. Sicher denk mal drüber nach. Ich denke darüber nach. Vernünftige Einstellung. Aber lass dir nicht so viel Zeit. Okay, ich werde Alvito für dich finden. Irgendeine Idee, wo er sein könnte? Zuerst? Irgendeine Idee, ja. Wo Alvito das Eisen auftreiben wollte? Ich kümmere mich ausschließlich ums Schmieden.
Woher ich das Eisen kriege, ist mir egal. Hauptsache, ich kriege es. Hm. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier irgendwo eine stillgelegte Eisenmine gibt. Aber wie ich sagte, vielleicht ist er in der Taverne und macht die wettschöne Augen. Dann schauen wir dann zuerst dort. Ich werde ihn schon finden. Okay, ich werde Alvito für dich finden. Gut, aber Maulhelden können wir hier nicht gebrauchen. Ich nehme dich beim Wort. Wenn du den Bengel findest, dann... Ach, egal, finde ihn einfach. Wir geben uns Mühe. Was kann ich von dir lernen? Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Aha. Schmieden lernen, Muskete, Schrotflinte, Pistole, kritischen Treffer und sogar Talismane herstellen. Schmieden wäre halt schon cool. Auf jeden Fall tun wir mal zurück. Und wir werden speichern und den Part beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!